Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrter Herr Bürgermeister, danke für Ihre Gastfreundschaft, sehr geehrte Gäste, liebe Veranstalterinnen, nämlich Frau Klebert-Hofbauer und Frau Dr. Kreuzmeier, vielen herzlichen Dank, dass Sie dieses Treffen ausgerichtet haben. Es ist ein Treffen, wo man auf dünnem Eis geht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also symbolisch war die Antwort für uns, weil eben, wie du schon sehr nett angekündigt hast, also ich mache das mit Empathie, ich glaube, ich muss es auch machen, aber ich werde sozusagen oft nicht geschätzt, dass ich hier Dinge versuche auszusprechen, mit denen sich die Gesellschaft unbedingt auseinandersetzen sollte. Das ist meine tiefe fachliche, aber auch persönliche Überzeugung. Ich will da nicht sozusagen angeben, aber irgendwie habe ich hier schon auch Eisbrecherdienste geleistet. Und zwar habe ich zum ersten Mal die Idee 2005 gehabt, einmal ganz anders die Fragen der Rückläufigkeit von Entwicklungen anzugehen und sie eben nicht nur sozusagen das, was mein Fach ständig macht, nämlich immer wieder versuchen, Wachstumsimpulse zu setzen, sondern wo man sagt, gehen wir neu mit Dingen um, die wir in dieser Form wahrscheinlich nicht mehr auf Wachstum bringen können, zumindest in absehbarer Zeit. Warum, werde ich Ihnen dann erklären. Und da war es dankenswerterweise der Klapphoff Jenner, der sich ja kritisch mit Wachstum auseinandersetzt, der gesagt hat, okay, wir finanzieren Ihnen eine kleine Studie. Und Sie sehen, da haben eine Menge junge Leute mitgearbeitet und das war vor allem einmal eine theoretische Annäherung, warum eben so stark, man so schwer vom Wachstumsparadigma wegkommt, könnte ich jetzt kurz antworten, herausgestellt hat, dass die Raumplanung total nur an wirtschaftswissenschaftliche Theorien anknüpft und die kennen ja keine Grenzen des Wachstums. Obwohl eben der Raum und auch die Ökologie ganz offensichtlich eben Wachstumsgrenzen beinhaltet. Es war da auch ein empirischer Teil dabei, wo wir eben schrumpfende Gemeinden, aber auch politische Programme untersucht haben, wie hier man mit diesem Thema umgeht. Dann hat es länger gedauert, also zuerst habe ich da meine Watschen eingefangen, muss ich dazu sagen, mit der ersten Studie. Und das zweite war dann eigentlich wirklich war auf Initiative von Herrn Landeshauptmann Breul, dass er gesagt hat, machen Sie da weiter, das ist für uns ein ganz wichtiges Thema. Und da haben wir dann anhand von niederösterreichischen Gemeinden die Widerstände untersucht, die eben in den Gemeinden existieren, wenn man eben sozusagen versucht, dieses Wachstum zu gestalten, die Rückläufigkeit zu gestalten und nicht nur auf die Wachstumstube ständig zu drücken. War für uns extrem erkenntnisreich, auch glaube ich für den politischen Prozess der Zukunft sehr wichtig. Wir sollen diese Arbeit nicht unter den Tisch kehren. Also ich halte ganz wichtig etwas von dieser Arbeit. Und das Dritte war jetzt für mich auch sehr erkenntnisreich, wo wir in Oberkärnten gearbeitet haben, nämlich für die 16 Gemeinden einer Niederregion dort, eben versucht haben, hier auch ihnen sozusagen einen Handlungspfad vorzulegen, aufgrund der Erkenntnisse, die sich aus den demografischen Entwicklungen dort ergeben. Und aus diesem werde ich öfters zitieren, weil es auch für mich sehr erhellend war, also wo überhaupt hier Gestaltungsspielräume sind. Und ich werde mich heute eben eher auf praxisnahe Erkenntnisse kaprizieren und sie nicht mit wissenschaftlichen Überlegungen zu dem Thema sozusagen langweilen. Sie, Herr Landtagspräsident, haben schon ganz klar ausgedrückt, also dass Rückläufigkeit von ganz klar, von Schlüsselindikatoren, nämlich Menschen und Arbeitsplätzen, das ist ja kein neues Phänomen, das haben wir in manchen Regionen bereits seit 30, 40 Jahren. Aber eben, wir müssen jetzt sagen, Prognosen deuten darauf hin, dass wir von dieser Rückläufigkeit zu einer Neubeurteilung eben kommen müssen. Und Niederösterreich ist ja kein Geheimnis, dass es sozusagen hier an den Rändern eben, und wir befinden uns ja in einer dieser Regionen, eben auch ganz starke rückläufige Entwicklungen gibt. Und ich möchte Ihnen jetzt nicht unbedingt
diesen Entwicklungsprozess sozusagen vorlesen als Ganzes. Aber ich bitte Sie erkennen, dass wir immer sagen, der Mangel an Arbeitsplätzen sozusagen ist der Ausgangspunkt, dass es eben dann zu einer Abwanderung der jungen, gut Ausgebildeten kommt. Und das ist natürlich ein Schlüsselereignis, könnte man sagen, denn sie nehmen ja sozusagen die nächste Generation mit. Ja? Das sind Leute, die sind in der Regel im Fertilitätsalter. Man hat sich in Kärnten damit auseinandergesetzt, in einer Studie von Kollegen, und die haben festgestellt, dass 2/3 der grenzüberschreitenden, also landesgrenzüberschreitenden Wanderungsbewegungen zwischen 20 und 40 Jahren stattfinden. Also genau in der Phase, wo dann die Kinder auf die Welt gebracht werden. In dieser Phase sozusagen wird gewandert. Und dementsprechend sozusagen gibt es immer weniger junge Leute, immer mehr alte Leute und dann eben mit der negativen Spirale, die also sozusagen auch in einem Niedergang der Nahversorgung mit Leerständen in den Häusern, aber dann eben auch ganz dramatisch eine sinkende Standardattraktivität für Zuzügler unter Umständen damit verbunden wird, aber auch für die Wirtschaft. Und was ich ganz dramatisch finde, ist eigentlich als Teilerscheinung dieses Prozesses der Verlust des politischen Gewichts. Also dass diese Räume sozusagen im politischen Prozess, wo alles auf Mehrheitsfähigkeit ausgerichtet ist, immer mehr ins Hintertreffen geraten mit ihren Anliegen. Das ist etwas, was ganz schwierig ist. Das heißt, man braucht daher auch so Advokaten, die dann ihre Ansichten sozusagen immer wieder in den politischen Prozess einschleusen. Und das natürlich sozusagen der symbolische Endpunkt wäre die No-Future-Stimmung, die dann die weitere Abwanderung junger Leute antreibt. Aber bitte, wir halten fest, wir haben immer gesagt, der Mangel an adäquaten Arbeitsplätzen ist sozusagen der Auslöser dieser negativen Entwicklungsspirale. Und jetzt stehen wir, und das ist, warum wir sagen, jetzt wir müssen zu einer Neubeurteilung kommen. Wir erkennen jetzt, dass der fortlaufende Abwanderungsprozess sozusagen letztlich mündet in einem Mangel an jungen, gut ausgebildeten Leuten. Quantitativ sozusagen sind die nicht mehr da und qualitativ sind diese Leute nicht mehr da, die sozusagen der Schwungrad der Lokalentwicklung sind, der Schwungrad der Regionalentwicklung. Das heißt, also es ist sozusagen mittlerweile die Folge eben der demografische Wandel, war ursprünglich Folge sozusagen des Arbeitskräftemangels und mittlerweile ist der Ursache für die Regionalschwäche geworden. Und deshalb müssen wir irgendwie auch in unseren Köpfen umdenken, weil es oft gar nicht mehr, jetzt sage ich es total unpopulär, es gar nicht mehr diese Leute gibt, die diesen Aufschwung, Schwung erzeugen könnten vor Ort. Ja? Die sind weg, die haben woanders sich niedergelassen und ihre Kinder bekommen. Gut, und das ist jetzt das, warum wir zu dieser Diskussion überhaupt kommen müssen, diese Einsicht sozusagen. Und ich habe ja eingangs schon gesagt, ursprünglich immer klar, auch der Landtagspräsident hat es jetzt stark betont, ja, wir waren immer sozusagen, die Antwort war mit Wachstumsvorstellungen und auch Geld natürlich, in diese Situation hineinzugehen und eben die entsprechenden mit Geld dotierten Maßnahmen zu setzen. Und warum macht man das so? Oder warum kommt man so schwer auch politisch von diesem Denken los? Ja? Weil, muss man ganz klar sagen, die Gesellschaft auf Wachstum getrimmt ist. Wir alle sind sozusagen Kinder dieser Philosophie, die wir sehr erfolgreich in, sagen wir jetzt 40 Jahre nach dem Krieg sozusagen, gelebt haben. Das heißt, Schrumpfung gilt immer auch in der politischen Auseinandersetzung als Versagen. Wer ist schon gerne sozusagen bei einem Versagen noch irgendwie Steuermann? Ja? Ich habe schon betont, das ist eine rein ökonomische Perspektive, die eben oft demografische, soziale und räumliche Tatsachen aber außen vor lässt. Also wir müssen immer auch klar sagen,
Jedes Wachstum in einem geschlossenen System bedeutet zugleich Schrumpfung in diesem System an anderer Stelle. Also das wird ja meistens eben verschwiegen. Das heißt, die ökologische Frage ist mit der Wachstumsphilosophie meistens überhaupt ausgeblendet. Ja? Aber wir tun auch deshalb uns so schwer, weil es ja immer relative Wohlstandsgewinne auch in den entwicklungsschwachen Räumen gegeben hat. Also heute sitzen hier die Leute weit mehr, als sie das vor 30, 40 Jahren auch hier getan haben. Also diese Gewinne hat es gegeben. Es sind ja relative Wachstumsverluste sozusagen. Es gibt aber auch immer mehr Haushalte, das heißt, es werden ständig auch weiter zum Beispiel Häuser gebaut. Das ist ja nicht so, dass man sagt, wir haben seit Jahren kein Haus mehr im Waldviertel errichtet. Ja? Also wir haben immer moderates Siedlungswachstum gehabt. Und dann natürlich, die Auswirkungen der Schrumpfungsprozesse sind zeitlich verzögert, treten die ein. Also wenn ein Haus sozusagen brach fällt, wenn es nicht mehr genutzt wird, dann sieht man das die ersten Jahre eigentlich nicht an. Da bittet man noch die Nachbarn, dass sie sozusagen die Blumen gießen, man tut noch die Blumenkasten füllen, und aber nach ein paar Jahren gibt man auch das auf, und dann ist der sozusagen Niedergangserscheinung des Leerstandes nicht mehr zu sehen. Auch die Nahversorgung ist zeitlich sozusagen verzögert eingetreten, auch die Arbeitsplatzverluste. Und dann natürlich immer wabert sozusagen über allem drüber die Hoffnung, dass die Gegenstrategien, die wir ja nach wie vor fahren, tatsächlich auch den Umschwung noch bringen können. Wir weisen mehr Bauland aus, wir wollen Infrastrukturausbau, wir bauen auf Wirtschaftsförderung, und natürlich setzen wir nach wie vor sehr stark auf den Ausbau der Automobilität. Wir haben, habe ich gesagt, auch diese Untersuchung von Klapow-Jenner anhand von niederösterreichischen Gemeinden, da haben wir auch Entscheidungsträger befragt. Und keinem einzigen Entscheidungsträger war es nicht bewusst, dass wir eben in der Gemeinde rückläufige Entwicklungen haben. Das hat niemand abgewöhnt. Also sie nehmen es wahr, aber sie nehmen es nicht an als Herausforderung. Für sie ist das politisch gesehen ein No-Go, das muss man ganz klar sagen, und daher spreche ich von diesen Dingen, weil ich muss nicht wiedergewählt werden, und ich möchte hier Zusammenhänge aufzeigen, aber ich sehe natürlich, wie schwierig die ganze Sache ist, und daher die Gestaltung von Schrumpfungsprozessen, von denen ich heute noch sprechen werde, ist eigentlich nie ein Thema gewesen. Das hat aber Folgen, man ist auf weitere Schrumpfung rein demografisch bedingt nicht vorbereitet. Ja? Man kann überhaupt kein einschlägiges Know-how herausbilden, wenn ich mich nie damit auseinandersetze, wenn ich immer das sozusagen versuche wegzudrücken. Und natürlich auch gelingt es mir nicht, eine neue Perspektive einzunehmen und sagen, machen wir das Beste aus dem, womit wir wahrscheinlich rechnen müssen. Ich möchte Ihnen jetzt ganz kurz eben vorstellen, ich weiß, ich wurde schon geprügelt, ich gehe auch heute wieder vielleicht geprügelt nach Hause, aber mittlerweile habe ich ein bisschen schon auch eine Hornhaut entwickelt, ja, dass ich sage, wie es dann da ausschaut in manchen Gemeinden. Das muss einfach thematisiert werden. Also wir haben hier eine Waldviertelgemeinde, Sie wissen es, 1,5 Stunden mit dem Auto nach Wien oder 1/2 Stunde in die Bezirkshauptstadt geht es dann. Die Gemeinde hat heute etwa die Hälfte weniger Einwohner, als sie das in ihrer wirtschaftlichen Hochphase hatte, 19 und in den 60er Jahren, nämlich etwa 700 Einwohner. Also sie hat in 50 Jahren im Prinzip sich halbiert und hat, das ist vor allem darauf zurückzuführen, dass sie aufgrund ihrer Wirtschaftsgeschichte eine negative Geburten- und Wanderungsbilanz sehr früh hatte. Ja, also sehr früh sind mehr Leute abgewandert als zugewandert und sind mehr Leute in dieser Gemeinde gestorben, als auf die Welt gekommen sind. Das Ganze ist natürlich sozusagen die Begleitmusik einer extrem negativen wirtschaftlichen Entwicklung, nämlich dass 2/3 der Arbeitsplätze innerhalb der letzten 30 Jahre verloren gegangen sind, wie üblich nicht nur im primären und sekundären Sektor, also in der Landwirtschaft
und eben im Gewerbe, sondern auch sogar im tertiären Sektor. Also leicht rückläufige Entwicklungen. Wir erleben, dass die Menschen in dieser Gemeinde, sie gehen 2 bis 3 Mal öfters auf Begräbnisse, als sie vielleicht in die Kirche gehen, um eine Taufe zu feiern. Ja? In dieser Gemeinde gibt es 1 bis 2 Einschulungen pro Jahr, aber 2 gerammelte Schulklassen voll von Menschen, die über 80 Jahre sind. Und hier im Hintergrund sehen Sie eben die Bevölkerungspyramide mit viel Fantasie dieser Gemeinde. Es ist eine Pyramide, aber sie steht faktisch auf ihrer Spitze. Ja? Sie sehen unten ganz wenig Kinder wachsen nach und dann oben ist es im Prinzip sozusagen viel mehr Leute. Also es ist fast eine prekäre Situation, ganz anders, als wir das immer in der Schule gelernt haben. Ja? Und jetzt eben noch einmal, wie reagiert sozusagen das Zukunftsprogramm auf diesen Befund? Ja? Und da sehen Sie, wie stark eben auf Wachstum gesetzt wird. Ja? Also zuerst möchte man natürlich die Bevölkerung auffangen sozusagen. Die Vision ist, sie zu stabilisieren in diesem Programm. Aber die Statistik Austria sagt, die werden noch einmal 31% rein durch die natürlichen Bevölkerungsentwicklungen. Das heißt, dass immer weniger Kinder auf die Welt kommen, werden sie etwa 31% ihrer Bevölkerung bis 2031 verlieren. Ja? Sie setzen weiterhin auf das Patentrezept der Raumplanung, nämlich Wohnbauland auszuweisen, um sagen, also bestehende Baulücken wollen wir durch Neubau schließen und gehen eigentlich nicht auf den Umstand ein, dass 25 Häuser leer stehen im Zentrum. Ja? Sie locken natürlich wie jede Gemeinde und sie sich untereinander konkurrenzieren mit einem großzügig bemessenen Betriebsbaugebiet, wo schon Jahrzehnte das sozusagen eine Angebotssprache ist, wenn ich das so sagen darf. Und sie setzen auf Infrastrukturausbau, obwohl sie nicht klar sagen, was sie damit meinen. Ja? Und da sehen Sie, es ist ein Kurswechsel erforderlich, weil allein diese natürlichen Bevölkerungsbewegungen werden nie diese Stabilisierung herbeiführen können. Mehr. Und da glaube ich, und da habe ich viel auch selber dazu gelernt, ein Demografiecheck, nämlich das Eingehen auf diese Bevölkerungsentwicklungen, das wäre sozusagen der Brückenschlag. Weil wenn ich die Bevölkerungsentwicklung nicht sozusagen hier verändern kann, ja, das ist ja nicht, das ist faktisch, sage ich jetzt mal, Gott gewollt, ja, dann muss ich doch hier einen Brückenschlag auch politisch wagen und ihn auch bestehen können. Das glaube ich schon. Das heißt, was ist jetzt dieser Demografiecheck? Er macht den Bevölkerungsentwicklung für den Ausgangspunkt für realistische Leitbilder und auch die Möglichkeiten versucht er auszuloten, wie mit diesen demografischen Gegebenheiten, also welche Handlungsspielräume sich dadurch dennoch eröffnen. Ja? Im Prinzip kann ich das für jede Gemeinde machen, das würde ich Ihnen immer raten. Ich war selbst baff erstaunt, wie die Gemeinden, jetzt rede ich natürlich immer wieder von Oberkärnten, voneinander abweichen in ihren demografischen Zukunftsprognosen, also das macht ja die Statistik Austria, die haben wir auch nicht korrigiert, obwohl wir schon gesehen haben, dass das, was da prognostiziert wurde, in den nächsten 20 Jahren im Prinzip in den ersten 10 Jahren schon eintritt, zum Beispiel an Bevölkerungsverlusten. Wir haben das aber überhaupt nicht in Frage gestellt, weil sonst kommt mir ein Teufelsküche. Ja? Also diese Daten sind im Prinzip da und natürlich eben, wo ist dann der Handlungsspielraum? Wo ist der Handlungsspielraum, wo sind die Handlungsmöglichkeiten und die Handlungsoptionen? Ja? Obwohl es da steil bergab geht, zum Beispiel mit dieser roten Linie. Also zahlenmäßige Bevölkerungsentwicklung. Darf ich ganz kurz dazu eine Anmerkung machen? Wir zählen ständig die Bevölkerung. Und mehr, wenn es mehr werden, ist alles im grünen Bereich. Und wenn es weniger werden, ist die Krise ganz groß. Also da macht man es sich ein bisschen zu leicht, nämlich auch die, die oft mehr Bevölkerung haben werden, haben enorme Verschiebungen im Bevölkerungsaufbau zu bewerkstelligen. Und wenn ich so viele alte Leute habe, ist das auch eine große Herausforderung für die Gemeinde. Das ist fast so, als wären
wenn der Leiter, es ist fast noch die größere Herausforderung, als wenn die Leute gar nicht mehr da sind. Das heißt, wir müssen uns einmal auseinandersetzen, was überhaupt hier die Hausaufgaben sind. Nämlich erstens einmal natürlich diese Bevölkerungszahl. Zu kommentieren, zu schauen, wie geht das, wie entwickelt sich das. Aber das zweite große Thema ist dann diese Unterjüngung, die wir haben in sehr, sehr vielen Gemeinden, einfach weil wir immer weniger Kinder und Jugendliche haben. Ja? Dann weniger Erwerbsfähige haben wir auch, fast in allen strukturschwachen Gemeinden. Ich habe es nicht dazu geschrieben, weil es nicht demografisch sozusagen konnotiert ist. Aber da würde ich den Kommentar auf Rot dazu schreiben bei den erwerbsfähigen Überforderungen. Also die Erwerbsfähigen kommen in dieser Dings extrem unter Druck bei diesen Bevölkerungsentwicklungen. Dann haben wir mehr Ältere, also die Statistik rechnet die Älteren von 65 bis 84 Jahre und dann viel mehr eben Alte mit 85 plus. Das sind 200-300% mehr, da gibt es ein Schlagwort in der Fachliteratur, das heißt dann Verkreisung. Also das sind nicht schöne Worte, aber sie sind doch sehr beschreibend. Ja? Hier sehen Sie eben drei niederösterreichische Gemeinden, die wir bei der zweiten Forschungsarbeit ganz genau untersucht haben. Und Sie sehen am blauen Balken, dass die Aufsummierung ist von Geburtenbilanz und Wanderungsbilanz. Das heißt, alle sind bereits im negativen Bereich seit 1981. Ja? Also das sind nicht Neuigkeiten. Ich habe schon gesagt, die Geburtenrate ist zu niedrig, obwohl Niederösterreich eine relativ hohe hat, im österreichischen Schnitt. Also manche haben ja nur 1,29 etwa, manche Bundesländer. Aber wir sehen, es ist ein Viertel unter der Bestandserhaltung. Und wenn wir heute so quasi simsalabim sagen würden, machen wir bestandserhaltend viele Kinder sozusagen, also dass das mindestens 2,1 sind, braucht es 7 Generationen, bis sich die Bevölkerung wieder stabilisiert hat. 7 Generationen. Gell? Also wir könnten jetzt grob geschätzt sagen, die Enkelgeneration ist nur mehr halb so groß wie die Großelterngeneration. Ja? Was braucht sich dann noch dazu, nämlich diese ständig die Abwanderung, die selektive Abwanderung, wie wir sagen, also die Jungen ziehen vor allem weg und da natürlich teilweise auch besonders hohe Abwanderung, die Frauen, junge Frauen. Also da müssten Sie das auch in Niederösterreich untersuchen. Wir haben es begegnet in Kärnten und in der Steiermark. Ja? Ich weiß nicht, ob das auch in Niederösterreich gilt. Ja, das paart sich natürlich mit dieser negativen Wanderungsbilanz. Und was das Traurige ist natürlich, dass diese Menschen, die nicht mehr vor Ort existieren, im sozialen Gefüge, aber auch natürlich im ökonomischen Gefüge, als Wirtschaftskräfte sozusagen fehlen. Und das, was dann letztlich die Gemeinden, also wirklich wie ein Keulenschlag trifft, ist eben der Finanzausgleich. Das heißt, der Rückgang der Ertragsanteile trifft vor allem die Schwachen. Und das ist sozusagen sogar schon ein Verteilungskampf zwischen den Bezirkshauptorten und sozusagen, jetzt sage ich es bitte nicht böse sein, und den Hinterlandgemeinden. Ja? Also das ist so, dass die Bezirkshauptorte so quasi eine relativ stabile Bevölkerung haben. Und, aber wenn man die dann weggeht, oft also wirklich die Antragsanteile, die Gemeinden, Antragsanteilverluste sehr hoch sind. Was tun? Ich habe jetzt immer eine Folie auch, was tun? Das sind teilweise sogar mehr Folien. Also grundsätzlich gibt es uns 2 Strategien vor, das ergibt sich aus all dem, was bisher gesagt wurde. Einerseits müssen wir eine Anpassungsstrategie fahren. Meines Erachtens muss die in Zukunft in manchen Räumen einfach im Vordergrund stehen und nicht ständig an Luftschlössern zu basteln. Aber zum Zweiten auch sozusagen eine Vermeidungsstrategie zu fahren. Die Vermeidungsstrategie ist natürlich auch politisch gefordert. Also ein Politiker, der sich hinstellt und sagt, lass uns sausen, der ist inakzeptabel bei uns. Und das muss man einfach sehen. Ich sehe nur, also das ist sozusagen Adaptation, Mitigation, wie bei diesem Klimawandel.
also Klimaschutz könnte man sagen. Wir müssen uns einerseits an den Klimawandelfolgen anpassen, indem wir zum Beispiel den Hochwasserschutz erweitern, das sind die Anpassungsstrategien, und zugleich sind wir aufgefordert, Vermeidungsstrategien zu fahren, zum Beispiel den Verkehr einzudämmen. Und genauso müssen wir auf diesen zwei Gleisen fahren, eben in diesem Prozess. Sie haben schon gesagt, Herr Landtagspräsident, daher kann ich mir das relativ sparen, Gemeindekooperationen forcieren. Also das ist sicher ein sehr wichtiges Rezept. Und zwar muss es immer eine strukturelle Verbesserung geben, aus dieser Zusammenarbeit heraus. Also nur zusperren, sagen wir, sperren wir eine Schule zu und wir gehen da, schieben alle Kinder in die Nachbargemeinde, in die Schule. Also das ist zu wenig. Ich darf Ihnen vielleicht, und ich habe das so in Kurzformel angezeigt, KITZE, das heißt Kinderzentrum in Oberkärnten. Ja? Da haben die Gemeinde Malta und Gmünd, das sind Nachbargemeinden, hat die Gemeinde Gmünd verzichtet auf den Kindergarten, und in Malta hat man ein altes Schulgebäude genommen und hat dort ein Kinderbetreuungszentrum errichtet, das eben diesen Kurznamen KITZE trägt. Und was ist jetzt das Besondere und die Qualitätsverbesserung dabei? Dass die Eltern 5 Tarifmodelle zur Auswahl haben, aus denen sie wählen können. Sie können sagen, zum Beispiel, 3 Tage möchte ich mein Kind am Vormittag in den Kindergarten schicken und 2 Tage am Nachmittag. Ja? Und das ist eben nur möglich, wenn hier es eine Kooperation gibt. Man hat den Kindergarten für 120 Kinder dann ausrichten können, maximal. Also das meine ich, unter Zusperren ist zu wenig. Wir müssen immer schauen, wo ist der Qualitätsgewinn, wie können wir damit auch ihn positionieren. Dann Partnerschaften suchen. Das ist natürlich einerseits die Bürgerschaft, ja? Also wo zum Beispiel hier Sozialbetreuungseinrichtungen, die Einrichtungen öffentlichen Rechts sind, die Sozial, jetzt weiß ich nicht, wie das heißt, Sozialträger, die kooperieren hier ganz bewusst zum Beispiel mit den Freiwilligen und sind vertraglich auch gebunden, mit denen zu kooperieren. Da spart man unglaublich viel Geld, weil die Freiwilligen, die gehen dann in den niederschwelligen Bereich, den die Profis gar nicht mehr aus Zeitgründen machen könnten. Dann natürlich ist die Wirtschaft ein potenzieller Partner nach wie vor. Unter dem Motto, geht es der Region gut, geht es der Wirtschaft gut. Ja? Also auch die Social Corporate Responsibility ist hier einfach gefordert. Und beide profitieren voneinander. Und zum Beispiel können das Bildungsprogramme sein. Meinetwegen eine Schule, wo auch Englisch angeboten wird, oder schon im Kindergarten, oder Kulturinitiativen, etc. Und dann Wachstumsräume. Also früher haben wir von Stadt-Land-Partnerschaften gesprochen. Auch das ist eine Kooperationsmöglichkeit. Dann haben wir natürlich, glaube ich wirklich, Herr Landtagspräsident, ihr habt mich so viel beschäftigt, und ich glaube, wenn man nicht den Finanzausgleich zugunsten der kleineren Gemeinden modifiziert, dann wird man also das nicht mehr erheben können, in jeder Form. Das heißt, es gibt aber Alternativen zu dem Wegfall vom abgestuften Bevölkerungsschlüssel. Für den würde ich einmal wirklich plädieren. Das ist ein Anachronismus, der stammt aus einer anderen Zeit. Ja? Das kann nicht sein, dass ein Wiener doppelt so viel wert ist, jetzt im Sinne der Ertragsanteilausschüttung, wie einer, der in der Gemeinde Köpfen ist. Aber wir könnten auch neue Kriterien einführen, wie zum Beispiel Dichtewerte. Ja? Die Kleingemeinden jammern ja immer, dass sie so eine geringe Dichte haben, dass sie so ein langes Straßennetz haben, dass die Wege so weit sind. Oder aber auch sagen, Bevölkerungsverlust ist nichts, was sanktioniert wird im Finanzausgleich, sondern im Gegenteil, es ist sozusagen hier den Verteilungsschlüssel zu berücksichtigen, dass die mehr bekommen. Ja? Oder eben auch dieses Splitting. Ja, also das ist ein Auslaufmodell, zu glauben, dass es mal heute entweder da wohnt oder in der Stadt wohnt oder eben entweder oder. Sondern wir haben das in der Steiermark untersucht. Die Hälfte aller jungen Frauen haben in jungen Jahren schon 2 Lebensmittelpunkte gehabt. Die wohnen nämlich zum Teil am Studienort, zum Teil beim Zaus oder beim Freund.
Ja? Und das muss hier auch einfließen. Also Haupt- und Nebenwohnsitz splitten oder ein Splitting zum Beispiel zwischen Arbeitsort und Wohnort. Ja? Das würde sehr den Kleingemeinden zugutekommen, würde vielleicht sogar den abgestuften Bevölkerungsschlüssel nicht mehr unterwandern. Und dann natürlich kreative Einsparmöglichkeiten. Sparen muss belohnt werden. Heute ist doch eigentlich, sagen wir es ehrlich, mit Bedarfszuweisungen wird eigentlich Geld ausgeben belohnt. Ja? Heute muss man sagen, wenn du ordentlich kooperierst und damit nachweislich Geld sparst, wenn dir was Klasses einfällt, dann wirst du belohnt. Ja? Also zum Beispiel gibt es in Deutschland eine Gemeinde, aber es gibt auch in Burgenland mittlerweile so eine, also wirklich über das ganze Burgenland so eine Initiative drüber gelegt, wo man sagt, wir müssen die jungen Leute vor allem eben in die Althäuser bringen. Der Althausbestand muss sozusagen wieder in den Immobiliarzyklus zurückgeführt werden. Das sind ja potenzielle Zuzüger da und denen geben wir, wenn das innerhalb eines bestimmten Parameters ist, in Niederösterreich wäre das die Zentrumszone, dann bekommen die eine Prämie, weil ich spare mir dadurch die Erschließungskosten auf der grünen Wiese. Da gibt es also junges Leben in alten Mauern, wozu man zum Beispiel Gutachten, die den Sanierungsaufwand, aber auch die Idee, das fehlt ja vielen Leuten, die nicht geschult sind, was könnten aus dem alten Haus noch machen. Diese Dinge werden zum Beispiel von der öffentlichen Hand finanziert. Und wenn ich 1 Kilometer Straßen noch zahlen kann, kann ich das anders zahlen. Ja? Zweiter Punkt haben wir gesagt, weniger Kinder und Jugendliche. Warum? Eben weil sich der Binnenknick potenziert. Der wird statistisch gesehen im Jahr 1973 angesetzt. Und wenn Sie dann nachrechnen, ist es heute schon die Enkelgeneration, die sozusagen hier demografisch stark nämlich die geringe Dings. Wir haben eine erhöhte Abwanderungsneigung junger Frauen und das wird natürlich jetzt schlagend. Und dann haben wir eh schon gesagt, dass der Nachwuchs über den ganzen Lebenszyklus dann fehlt. Und er führt natürlich mit zur Anhebung des Durchschnittsalters. Also vor allem die Unterjüngung ist auch ein Argument, warum die Bevölkerung durchschnittlich älter wird. Nicht nur, weil wir alle mittlerweile Methusalem-Komplott schmiedende Mittelalterliche sind, sondern weil es die Jungen nicht mehr gibt. Und das ist natürlich auch ein Grund für den Bevölkerungsrückgang. Und da wäre mein Appell bitte an die Politik, Abwanderung verstehen. Ja? Mehrere Lebensstationen sind heute mehr die Regel als die Ausnahme. Also heute einem jungen Menschen zu sagen, bleib da, ich heute am Hochzipfel mit einem Grundstück am billigen Fest, das geht, ist fast, würde ich sagen, unverantwortlich. Heute müssen wir jedem jungen Menschen sagen, geh hinaus, mach deine Erfahrung, aber du bist uns nach wie vor wichtig, wir bauen auf dich, wir wollen Kontakt zu dir halten, wir setzen vielleicht darauf, dass du zumindest bestimmte Lebensphasen wieder zu uns zurückkommt. Das Zweite, was ich gerne Ihnen sagen möchte, ist, dass man immer sagt, es geht um die Ausbildungsplätze und um die Arbeitsplätze. Das stimmt nicht. Weite Bereiche entziehen sich einfach der Einflussnahme von Wirtschaft und Politik. Es geht hier um Selbstfindungsprozesse, um Erfahrungsprozesse, die oft höchstpersönlicher Natur sind und da kann man wachen mit was auch immer, die werden weggehen. Und wenn sie eben das nur zeitweise suchen. Junge Leute lassen sich nicht festnageln und darf man auch nicht festnageln. Das ist mein Appell. Und jetzt immer die Frage, was suchen die jungen Leute in der Stadt? Ja? Also nach all meinen Erfahrungen über diese Projekte, das, was ihnen am Land abgeht, ist die Diversität. Wir gehen immer davon aus, dass die Leute nach wie vor alle ganz ähnliche Lebensstile entwickeln wollen, ganz ähnliche Lebensziele haben. Das ist mittlerweile heute derartig aufgespreizt, dass die Antwort sein muss, auch am Land möglichst viel Diversität zu gewährleisten. Also die Gesellschaft wird bunter, die Gesellschaft wird heterogener und wir müssen daher eben mehr Wahlfreiheit zulassen, auch am Land und ermöglichen. Daher Kooperation, weil es wird nicht jede Kleingemeinde sozusagen die volle Palette bieten können.
Und was da auch wichtig ist, als letzter Appell in dem Kontext, Abwanderer sind jünger als die Häuselbauern. Das heißt, der wandert ab Anfang 20, mit dem kann man doch nicht sagen, da hast du ein billiges Grundstück. Ja, dem interessiert das nicht, der ist in einer anderen Lebensphase. Das kann vielleicht, wenn er Familie gegründet hat, von Interesse sein. Aber wer als erster Abwanderer geht da nicht darauf ein? Was tun? Also Diversifizierung haben wir gesagt. Es wurde schon hier angesprochen, die Betreuungs-, Bildungs- und Ausbildungsangebot muss möglichst auch im ländlichen Raum diversifiziert sein. Also da bei dem Kitzsee, da haben sie auch Kinderkrippenplätze geschaffen. Das Erste, was dort weg war, waren diese Krippenplätze. Man sagt immer, die Bürgermeister, na, die Leute brauchen das nicht am Land. Ja? Das stimmt nicht. Es gibt viele Alleinerzieherinnen, es gibt viele Frauen, die lange Pendelwege zurücklegen müssen und daher brauchen sie auch die Krippe. Ja? Wir müssen eben, habe ich schon gesagt, durchs Beispiel Betreuungszeiten und Modalitäten ganz flexibel sein. Unterschiedliche pädagogische Konzepte anbieten können. Es gibt auch am Land viele, die nach der Montessori-Schule zum Beispiel ihre Kinder unterrichtet wissen wollen. Und sie haben was ganz Tolles schon gemacht von der Idee, das müsste man wirklich jetzt sozusagen immer mehr potenzieren, nämlich Exzellenzinitiativen. Wir müssen das Vorurteil durchbrechen, dass wir sagen, oder dass ein junger Mensch sagt, Karriere, Spitzenkarriere kannst du nur von der Stadt aus machen. Daher eben das Talentehaus, vielleicht wissen es manche von Ihnen nicht, in Grafeneck sind zwei Probelehrgänge, wenn ich Ihnen sage, was dort unterrichtet wird, verstehen Sie das. Und zwar läuft das schulbegleitend mit eben Leuten, die teilweise Hochschulniveau haben, die dort unterrichten. Nämlich, also 10- bis 18-Jährige, muss ich noch sagen. Violinen einerseits und anders Ingenieurwesen. Also Sie sehen, man muss auch schon hier eben den außerordentlichen Talenten entgegenkommen. Das kann nicht sein, dass man da immer so auf Durchschnitt fährt. Ja? Ein ganz schwieriges Kapitel, aber wo man wirklich mit der Lupe hinschauen muss und auch wissenschaftlich das hinterfragen muss und wirklich lassen Sie sich da beraten. Die Passfähigkeit von Berufswünschen, von Ausbildungsangebot und Berufsmöglichkeiten, der muss größte Aufmerksamkeit gewidmet werden. Es klappt ganz gut, nein, es klappt auch nicht gut, muss man sagen. Also da klappt es total im ländlichen Raum. Schauen Sie in die nächste Zeile, das ist jetzt wieder von Oberkärnten. Ja, es gibt in Österreich 215 Lehrberufe sozusagen aufgelistet. Ja. In Oberkärnten haben die 5 namhafte Lehrberufe bieten sie an. Ja? Für 53.000 Bewohner und 700 Lehrlinge haben sie nur. Die sind in 5 Branchen namhaft tätig. Das ist einfach für die Diversität keine Antwort. Ja? Dann das zweite Punkt wäre Wohlfühlfaktoren für Kinder und Jugendliche stärken. Das hat wunderbar bei einem Workshop einmal eine junge Frau auf den Punkt gebracht, das Land muss urbaner werden. Wenn wir eben von Nahversorgung sprechen, da reden wir vom Gasthaus, ja, da reden wir vom Geschäft, da reden wir früher von der Post, also jetzt reden wir vom Postpartner, da reden wir von der Bank, und sei es der Bankomat, da reden wir von der Schule und vom Dorf. Das sagt einem jungen Menschen überhaupt nichts. Der sagt, Pizza-Service, Tanzlokal, Jugendtreff, schnelles Internet, Coffee to go. Das ist für mich Lebensqualität. Und darauf muss man sich irgendwie verständigen, dass man auch diese Wünsche erfüllt. Ja, das ist ganz was Wichtiges. Der dritte Punkt, haben wir gesagt, sind weniger Erwerbsfähige. Warum? Weil wir haben meistens in diesen Regionen eine starke Überalterung der Arbeitsbevölkerung. Das widerspiegelt sozusagen natürlich diese Babyboom-Generation, die aber ab 2020 in Pension geht. Da fürchten sich schon alle, die es mit Pensionsfragen zu tun haben. Ja? Und es rücken nur mehr die geburtenschwächeren Jahrgänge nach. Ja, also mein Anliegen ist, dass Sie den fünften Punkt von oben gut im Auge behalten. Die Belastungsquote der Erwerbstätigen steigt weiter an, wenn wir, also erstens einmal
aus demografischen Gründen. Wir haben viel mehr Seniorinnen, als wir weniger Kinder haben. Und diese Kinder sind ja viel länger in Ausbildung, als das in der Vergangenheit war. Da haben wir schon mehr Belastung. Ja. Punkt 1 und Punkt 2, eben ist es so, dass wir hier, Moment, jetzt habe ich den Faden verloren, die Erwerbstätigen dürfen wir nicht überfordern, indem wir ständig Straßen ausbauen, indem wir ständig mehr Gebäude, welcher Natur auch immer, in die Landschaft stellen. Im Finanzzyklus über die Lebensdauer dieser Langfristinvestitionen sind 20% sind sozusagen Investitionskosten, also Errichtungskosten, und 80% sind Erhaltungskosten. Und diese 80% ständig aufzusummieren, ist sehenden Auges in eine Finanzierungslücke zu rennen. Das muss ganz klar sagen. Der Arbeitskräftemangel, ja, die Arbeitslosigkeit, die dreht in einen Arbeitskräftemangel. Das ist absehbar, auch in diesen strukturschwachen Gemeinden. Also da ist nicht mehr das Thema die Arbeitslosigkeit, sondern einfach, dass man keine entsprechenden Fachkräfte mehr kriegt, was natürlich dann die potenziellen Betriebsinhaber von einer Investition in diese Räume abhalten wird, weil sie sagen, wir kriegen die Fachkräfte gar nicht mehr dort. Ja? Und diese Regionen zeichnet eben aus eine krasse Unterdotierung an Hochqualifizierung. Ja? Also zum Beispiel Kärnten, Durchschnitt Akademikerquote 15, irgendwas Prozent, und dort in dieser Region 2,6% Akademiker. Und das ist kein gesunder sozusagen Mix, weil sie auch einen überproportionalen Anteil an Leuten haben, wo der Pflichtschulabschluss die höchste Ausbildung ist. Was tun? Erstens einmal die Teilhabe an der Wissensökonomie. Ich habe Ihnen hier ein paar Schlagworte sozusagen aufgeschrieben. Ich darf Sie bitten, dass Sie das ein bisschen überfliegen. Ich sehe schon, dass ich ein bisschen auf die Tube drücken muss. Dann auch ganz wichtig, was ich Ihnen ans Herz legen möchte. Wir müssen uns vom Klischee lösen, dass wir sozusagen einen Investor brauchen, der eine große Kiste, jetzt sage ich ein bisschen persiflierend, ja, auf die grüne Wiese stellt, und in der Früh gehen dort die Arbeitskräfte hinein und am Abend kommen sie da raus. Ja? Sondern die Arbeitswelt ändert sich total, und zwar, weil wir immer gebildetere Arbeitskräftepotenziale haben. Das heißt, ich muss heute als Gemeinde sagen, einem jungen Menschen, erstens einmal, du bist dein Arbeitsplatz, also diese Leute schaffen sich ihren Arbeitsplatz selber, da braucht man nicht einen Dritten dazu, der ihnen den Arbeitsplatz sozusagen schafft, aber ich muss sie dabei unterstützen. Ich muss ihnen maßgeschneiderte Packages, ich komme später darauf zu sprechen, geben. Und dann glaube ich, ist auch die öffentliche Hand, nämlich der Staat, aufgerufen, hier den Gemeinden, diese strukturschwachen Räume zu unterstützen. Also eine Abkehr vom Prinzip der zentralen Orte in dieser Hinsicht würde ich empfehlen. Die neuen Techniken also machen es möglich, dass wir auch dezentral qualifizierte Arbeitsplätze, die der Staat bietet, unterbringen können. Also auch der Staat muss sich hier sozusagen ein bisschen bewegen. Das zweite wäre, Zuwanderung proaktiv unterstützen. Es wandern ja nicht nur Menschen ab, sondern sie wandern, das Wanderungspotenzial nimmt auch zu. Also die Bevölkerung ist einfach volatiler. Die ist sozusagen eben nicht mehr von der Wiege bis zur Bahre an einem Ort gebunden in der Regel, sondern sie wandert zu und ab und immer mehr. Ja? Und da würde ich Ihnen raten, einen Demografiebeauftragten oder eine Beauftragte auf regionaler Ebene zu institutionalisieren. Die Gemeinden können das nicht selbst leisten. Eine Person, die sich nur um diese Prozesse kümmert und in den Deich sozusagen um Niederlassungswillige selber die Angel hineinhält und sie fischt. Das heißt, wir müssen zum Beispiel erstens einmal diesen Kontakt halten. Das muss dann, zum Beispiel war das eine Idee aus Vorarlberg, die gesagt haben, wir brauchen ein Konsulat in den Universitätsstädten. Und das gibt es tatsächlich mittlerweile, nicht nur für Vorarlberg, sondern heißt Kommunalkonsulat. Und dort wird
Kontaktwege betrieben, der Landinger, die Landinger sozusagen treffen sich dort, werden über die Vorkommnisse in ihren Regionen unterrichtet, werden Arbeitsplatzangebote gemacht und so weiter. Grafenschlag hat eine tolle Idee mit diesem hiesigen Dorsigen und Furtigen Fest. Alle 3 Jahre feiern die Abgewanderten mit den Dorsigen und Hiesigen. Und da wird natürlich auch das, was Sie, Herr Landtagspräsident, so betont haben, diese emotionale Bindung ganz stark gestärkt. Und Sie sagen, ich glaube es Ihnen, Sie sind eine Gemeinde in einer mehr rückläufigen Entwicklung und haben Sie die einzigen, also sozusagen steigende Bevölkerungszahl. Und dann maßgeschneiderte Packages müssen angeboten werden für die Zuwanderer und allenfalls die Betriebsgründer. Stadtwohnung oder Althaus, also billige Wohnmöglichkeit, eine billige Werksmöglichkeit, Betriebsräume. Es stehen so viele Geschäfte leer. Sie können diese Räume als Gemeinde um ein Spottgeld wahrscheinlich in manchen Fällen anmieten. Sie adaptieren, damit diese Leute gleich starten können. Lösungen für die Kinderbetreuung anbieten, es war hier von den Tagesmüttern die Rede, es können auch Leihopa, Leihoma sein und Kundenkontakte anbieten. Also denen den Start einfach sozusagen verbessern, ermöglichen, sich gleich wohlfühlen. Also man kann ihnen auch einen Mentor oder eine Mentorin zur Seite stellen. Wichtig ist auch, dass wir jetzt erkennen, dass wahrscheinlich nicht mehr alle Landwirtschaftsbetriebe oder Gewerbebetriebe innerfamiliär weitergegeben werden können, ist oft demografisch auch bedingt, und dass es hier eine Plattform gibt, wo zum Beispiel, jetzt habe ich mal in einer Zeitschrift gelesen, ich will keinen Bauern heiraten, ich möchte aber in der Landwirtschaft arbeiten, ich möchte einen eigenen Bauernhof haben. Also wo Angebot und Nachfrage sozusagen sich begegnen kann. Auch das muss eine Servisierung mittlerweile sein. Ja? Und dann natürlich Einsparpotenziale ausschöpfen. Und wo spare ich überhaupt effektiv ein? Nur im Siedlungswesen, nur bei den technischen Investitionen. Alles andere ist Pipifax, sage ich jetzt einmal. Also im Siedlungswesen können Sie prophylaktisch extrem viel erreichen. Stopp mit jeder Außenerschließung. Ja? Ganz wichtig, Innenentwicklung geht vor Außenentwicklung, Greenfield geht vor Brownfield, also Althaussanierung geht vor Neubau, das muss die Wohnbauförderung abbilden auch. Wir brauchen auch Geld, die zum Beispiel eben den Abriss finanziert, die den Rückbau finanziert und die überhaupt auch mal diesen Erkenntnisprozess in die Bevölkerung hineinbringt. Und dann neue Kooperationen im Ehrenamt, das habe ich schon gesagt. Und der letzte Punkt, Entschuldigung, das müsste hier viertens heißen, sind mehr ältere Menschen und viel mehr alte Menschen. Ja? Sie müssen wissen, dass in Österreich die Menschen pro Jahr statistisch gesehen um 3 Monate älter werden. Das heißt, das summiert sich relativ stark auf. Und dass wir jetzt eben, haben wir schon gesagt, die geburtenstarken Jahrgänge, dass die ins Pensionsalter kommen. Rückläufige Bevölkerungsentwicklung und Alterung gehen Hand in Hand, das lässt sich nicht vermeiden. Ja. Also Wien als Zuwanderungsgemeinde wird oder ist schon die jüngste Stadt Österreichs. Wie ich zu studieren begonnen habe, war das die älteste Stadt Österreichs, hat sich total gedreht mittlerweile und sozusagen die Last der Alterung, die tragen vor allem die strukturschwachen ländlichen Gemeinden heute sogar. Dann auch durch die Alterung, das Altern an sich ist ja nicht sozusagen, hat auch viele Vorteile, auch fürs Gemeinwesen muss man ganz klar sagen, wir haben ein Riesenarbeitspotenzial, das auch fürs Gemeinwesen eingesetzt werden kann, für Gemeinwesenarbeit, keine Frage, aber die sehr Hochbetagten, die werden eine große gesellschaftliche Herausforderung werden. Die Statistik sagt, dass 90% der über 90-Jährigen eben auf Pflege von außen angewiesen sind und da müssen wir auch ganz klar erkennen, dass diese Pflege oft eben nicht mehr innerfamiliär geleistet werden können. Was tun? Also ich würde Ihnen raten, zum Beispiel zu einem Audit einmal seniorenfreundliche Gemeinde. Das heißt, man geht zum Beispiel mit den alten Leuten
in den zentralen Bereichen, aber auch an peripheren Bereichen und schaut einmal, wo sind für Sie die Gefahrenquellen, die Sie meistens gut benennen können, wo sind die Barrieren. Und dann kann man eben seitens der Gemeinde darauf reagieren. Das ist auch so, dass oft ein formaler Gemeinderatsbeschluss gefasst wird und wo man eben dann die entsprechenden Maßnahmen setzt, wie Geschwindigkeitsreduktionen, Querungshilfen, Sitzgelegenheiten, aber auch Möglichkeiten, irgendwas zu sehen und gesehen werden. Ja. Dann zum Beispiel eine Möglichkeit wäre, das auch zu institutionalisieren, Wohnungs- oder Häusertausch. Nämlich viele alte Leute sind überfordert mit ihren Häusern, mit ihren großen Gärten und würden gerne tauschen gegen eine zentrumsnahe Wohnung. Und die Jungen wollen oft, weil ihnen die Wohnung durch die Kinder zu klein geworden sind, hinaus. Und hier kann man das auch, dieses Tauschen sozusagen forcieren. Ja? Dann natürlich dieses Heer an sehr rüstigen alten Leuten einfach für die Gemeinde nutzen. Ich war da so in einem Beratungsgremium in Rheinland-Pfalz, das ja mittlerweile schon einen Demografieminister hat, bitte als Bundesland. Ja. Die haben zum Beispiel die Leute ausgebildet als Leerstandslotsen, ja, wo sie eben die Eigentümer von Leerständen, also sei es Geschäftslokale, sei es eben Häuser, zusammenbringen mit potenziellen Nachfragern, wo sie die Gemeinden animieren, Adoptionsleistungen zu machen und so weiter. Die Bürgermeister sagen ja oft, wir haben genau das im Auge, wo da unser Leerstand ist. Aber wenn man dem nachgeht, ist es oft wirklich nicht der Fall, dass man das im Auge hat. Es gibt sehr viel verborgenen Leerstand oder krasse Unternutzung. Und das muss man eben hier auch ein bisschen professionalisiert angehen. Oder Wohnungsanpassungsberaterin ist mir dort über den Weg gelaufen. Also auch ein wichtiger ehrenamtlicher Job, weil man ja, wenn man selber das noch nicht durchgemacht hat, eben oft gar nicht weiß, was man tun soll. Begünstigung mobiler Formen der Grundversorgung, das ist nicht nur sozusagen der LKW, sondern das ist auch zum Beispiel das rollende Rathaus, also wo eben die Serviceleistung dann zu den alten Menschen nach Hause kommt oder meinetwegen die fliegende Sparkasse oder sowas. Ja? Ja, dann meistens gibt es sozusagen im ländlichen Raum nicht eine Übergangsform, die aber ganz wichtig wäre, auch um Kosten zu sparen, nämlich so teilstationäre Lösungen. Aufgrund eben der Erwerbstätigkeit der Frauen ist es oft wichtig, dass so eine Art Tagesbetreuung keine 24-Stunden-Hilfe, sondern sagen wir jetzt eine 10-Stunden-Hilfe ermöglicht wird. Oder dass man die eben sozusagen in eine Betreuungseinrichtung bringt und am Abend, wenn man dann holt man sie ab und verbringt gemeinsam den Abend in der Familie. Oder meine Idee war es zum Beispiel Klienten auf Rädern. Fast alle Gemeinden haben jetzt ja dieses Essen auf Rädern, aber es löst nicht ein ganz großes Problem in dem Zusammenhang, nämlich die Vereinsamung. Und daher sage ich Klienten eher abholen, sie gemeinsam ins Gasthaus bringen und da kann man jetzt einen Rahmen machen, wenn es mehrere Gasthäuser gibt, die machen ein besseres Geschäft mittlerweile. Es wird nicht das Essen in irgendeiner Großküche hergestellt, sondern es vor Ort findet die Wertschöpfung statt und die haben dann noch eine Gaude beim Essen und können auch zusammen dann den Nachmittag verbringen. Ja, und dann natürlich die Integration von der alten Betreuung und alten Pflege. Also da wurschtelt sozusagen noch die Professionisten alleine und dann die Freiwilligen und die Familie und da bedarf es integrativer, ganz klarer Lösungen, wo sie sich gegenseitig unterstützen, weil da kann auch viel Geld und Parallelstrukturen sozusagen gespart werden, die nicht notwendig wird. Ja, und dann last but not least Entlastungsangebote für die pflegenden Angehörigen, die ja im ländlichen Raum nach wie vor die Hauptbetreuungsarbeit bieten. Und jetzt bin ich am Schluss und möchte Ihnen einen Satz von Wolfgang Kiel weitergeben auf den Weg, der jetzt auch mein Bemühen war. Er sagt, das Wenigerwerden darf nicht auf das Wegnehmen reduziert werden. Vielmehr geht es darum, das andere zu entdecken, das in dem Wenigerwerden steckt. Und in diesem Sinne wollte ich Ihnen ein paar Anregungen geben, wo Sie vielleicht die eine oder andere aufgreifen können. Danke vielmals.